Der Wintersportsonntag im ZDF, liebe Zuschauer, und wir machen weiter mit Biathlon und gehen nach Ruhpolding, eine absolute Biathlon-Hochburg im Süden der Republik. Da ist immer ordentlich was los. Das war am Donnerstag schon so bei der Staffel der Herren, aber auch am Mittwoch die Damenstaffel, als Efi Sachenbacher-Steele über sich hinausgewachsen ist, sich zwischendurch von Platz 18 auf den ersten Platz vorkämpfen konnte. Am Ende wurde es auch hier der zweite Platz. Und heute muss dieses Quartett wieder einzeln ran. Und da tun sich die Damen in Ruhpolding deutlich schwerer. Franziska Hildebrand war eigentlich die Einzige, die am Freitag überzeugen konnte mit Platz 4. Efi Sachenbacher-Steele zum Beispiel kam nicht unter die ersten 60, ist damit bei der Verfolgung heute überhaupt nicht dabei, über die Verfolgung über 10 Kilometer. Wir geben ab zu Alexander Ruder in Ruhpolding, der sich in Hinblick auf Sochi Verstärkung geholt hat. Guten Tag, meine Damen und Herren. Здравствуйте, дамы и господа. Мы находимся здесь в Рупольдинге, но я не сомневаюсь, что сердца абсолютно всех поклонников биатлона сейчас в Сочи. Считанные дни остаются до начала наших Олимпийских игр. Мы всех приглашаем в Красную Поляну, где есть снег, где прекрасная атмосфера. И unsere Motto today, meine Damen und Herren. Noch 26 Tage bis Sochi, without Pepper. Noch 26 Tage bis Sochi. Viel schön hätte ich es auch nicht sagen können. Dmitri Guberniew, ein ganz großer des russischen Fernsehens. Er hat bestimmt ganz herzlich begrüßt hier in Ruhpolding Verfolgung der Damen und hat ihnen erzählt, dass in Sochi alles bereit ist. Schnee ist da, die Stimmung ist gut. Ich glaube, die Olympischen Spiele können losgehen und wir können mal einen ganz aktuellen Blick auf Krasnaja Poljana werfen, auf den Ort, in dem auch die Biathlon-Wettbewerbe stattfinden. Dmitri, wie sind die Bedingungen momentan? Es sieht gut aus in Sochi, auch wenn das Wetter im Moment nicht ganz so ideal ist. Es gibt immer wieder ein bisschen Nebel. Aber ich kann sagen, dass die Pisten in ausgezeichnetem Zustand sind. Schnee ist da, es hat vor kurzem noch mal ordentlich geschneit. Es werden absolut fantastische Winterspiele. Das hört sich sehr gut an, Dmitri. Spasiba. Vielen Dank. Alles Gute. Ja, absolut. Und mein Kollege Martin Hüsener erzählt uns beiden jetzt und den Zuschauern, was der James-Bond-Klassiker From Russia with Love und die französischen Biathlon-Damen gemeinsam haben. Yes, absolutely. Yes, yes. And now we are watching it. Yes. Wenn Sie mich fragen, Französinnen sind ja meist sehr nett anzuschauen. Erst recht aber so. Wenn sie Liebesgrüße aus Russland senden. From Russia with love. Ein Plakat hat das französische Team gestaltet, inspiriert vom James-Bond-Klassiker. Extra für Olympia in der Hoffnung, dass sie dort aus sportlicher Sicht, anders als zuletzt, wieder Grund zum Strahlen haben. Die Chiemgau Arena in Ruhpolding ist, wie auch schon in den Tagen zuvor, gut gefüllt. Und Dmitri Guberniew ist zurück zu den russischen Kollegen gegangen. Sven Fischer ist da. Herrlich. Здравствуйте, Саша. Добрый пожаловать. Ist auch das Russische mächtig, wie wir gerade gehört haben. Lass uns aber auf Deutsch weitermachen, Sven, während hier gerade die Damen direkt an uns vorbeirennen. Ich hoffe, wir stehen nicht im Weg. Nein, also die Athleten sind noch relativ entspannt. Man sieht das jetzt noch. Also sie lassen sich von uns nicht aus der Ruhe bringen. Lass uns kurz über die deutschen Damen reden. Kann man angesichts der guten Staffelergebnisse fast davon sprechen, dass Biathlon momentan eher eine Mannschaftssportart für die ist? Ja, so wirkt es, weil ja auch die Damen es geschafft haben, in der Staffel viel auf das Podium zu kommen. Und im Einzelrennen ist es noch verwehrt geblieben. Gut, zwei vierte Plätze. Die Andrea hat es in Oberhof geschafft. Oder jetzt auch die Franziska Hildebrand hier. Aber die Ausgangsposition ist trotzdem noch so, dass man immer noch auf das Podium laufen kann. Also es ist nicht so, dass es komplett weg ist. Und deshalb drückt so der Anschein. Ein Wort noch zu Andrea Henkel, die ja heute ihren letzten Weltcup auf deutschem Boden bestreitet, weil sie ihre großartige Karriere beenden wird. Sie hat alles gewonnen, Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Weltcup-Gesamtsiegerin.
Spielt das heute eine Rolle, dass es der letzte Weltcup Deutschland ist? Sie versucht das auszublenden. Natürlich wird man immer wieder konfrontiert. Wir tun das ja auch, aber sie hat ja bekannt gegeben und deshalb ist das ja auch normal. Aber seit 98 ist sie ja im Weltcup, ist eine lange Zeit und sie kann damit umgehen und sie hat auch gelernt jetzt dadurch, dass viele Athletinnen schon gegangen sind. Ich sage nur auch Petra Bele-Scharf, ist ja die eine, die schon lange, lange Jahre dabei war und aufgehört hat. Also sie kennt sie auch und so hat sie auch Erfahrung gesammelt, aber dazu wird sie sicherlich noch mehr äußern später. Wir wollen noch mal zu unserem Kollegen Nils Kaben schalten, der dorthin gegangen ist, liebe Zuschauer, in klassischer Mittelstürmer-Manier, wo es wehtut. Und er ist nicht allein. Ja, Alex, wir sind hier auf dem Gipfel des schwierigsten Anstiegs und ich weiß, wovon ich rede. Ich bin hier gerade eben raufgelaufen. Rico Groß hat hier seinen Arbeitsplatz während des Rennens. Rico, 4 Athletinnen, 5 Runden. Heißt das, Sie müssen 20 Mal im Laufschritt hier diesen Anstieg hoch? Ja, ich kann natürlich nicht alles durchlaufen, würde ich dann auch nicht mehr schaffen. Aber für mich ja doch eine relativ komfortable Situation, weil die Athletinnen hier zweimal vorbeikommen. Einmal eben auf dieser Seite und dann auf der Rückseite nochmal. Und falls ich gerade eine verpassen sollte mit Zeitinformationen, hätte ich dann die Chance im zweiten Teil nochmal. Wir haben Mitte der Woche gesehen, das läuft normalerweise immer alles ganz gesittet ab, aber es geht auch schon mal ein bisschen lauter zu, oder? Ja, das ist ausdiskutiert, was da mit dem Pichler-Wolfi passiert ist. Und er hat es, glaube ich, auch irgendwo eingesehen, dass er da ein bisschen hitzig reagiert hat. Sind die Trainer sozusagen dann eine Familie hier oben und geben sich gegenseitig auch noch ein paar Erkenntnisse weiter oder macht da wirklich jeder seins? Zumindest unterstützt man sich natürlich auch, weil es geht ja auch um das Durchzählen der einzelnen Positionen, dass man die Athleten auch informieren kann, welchen Schießstand, welche Schießbahn sie vermeintlich anfahren müssen. Da ist dann auch immer einer dabei, der dann für alle mitzählt. Mit welchem Resultat rechnen Sie oder was wünschen Sie sich nach den Rückständen, die wir jetzt nach dem Einzel zu verzeichnen haben? Ich glaube schon, dass es langsam Zeit ist fürs erste Podium. Wir sind gut platziert, liegen mit 4, 14, 16, 17 von den Startnummern her sehr, sehr aussichtsreich im Rennen. Das ist ein Bewerb, der über viermal Schießen geht. Diese Stärke sollten wir heute ausnutzen. Im Laufen haben wir uns im Laufe der Saison deutlich steigern können, sodass es heute durchaus möglich ist, dass wir mal richtige Siegerehrung mitmachen. Na, dann wollen wir mal die Daumen drücken, dass das klappt. Herzlichen Dank. Weiter geht's mit Alex und Sven unten im Tal. Ja, vielen Dank, Nils. Rico Groß sagt, es wird Zeit für das erste Einzelpodium. Dem können wir nur zustimmen. Wollen noch mal ganz schnell einen Blick auf die Startzeiten oder vielmehr auf die Rückstände der deutschen Damen werfen. Franziska Hildebrandt geht als Erste auf die Verfolgung von Gabriela Sukalova. 26 Sekunden zurück, Laura Dahlmeier 59, Franziska Preuß 1:03, Andrea Henkel 1:04. Und Sven, wir wollen noch ganz schnell ein Wort zu den Bedingungen verlieren. Ich sage immer ganz schnell, du kannst ganz in Ruhe antworten. Ein bisschen schlechter als gestern. Also die Strecke hat natürlich durch die milden Temperaturen auch schon gelitten, aber die Verantwortlichen haben natürlich das Beste versucht. Es ist so, dass immer noch ein paar Eisplatten da sind und die Abfahrten, muss man sagen, sind ja dieselben wie bei den Herren und die Damen haben ja nicht ganz so viel Muskulatur wie die Herren, die stehen da nicht so kompakt drin und deshalb ist es schon etwas schwieriger für die Damen in den Kurven, aber ich hoffe, dass keine weiter stürzt und dass alle gut durchkommen, alle 16. Und, klappt es heute mit dem Podium für Deutschlands dynamische Damen? Heute lege ich mich nicht fest. Also es wird ein heißes Rennen werden und sicherlich viele Positionswechsel. Also wird knapp. Okay, vielen Dank. Es melden sich jetzt die Reporter Christoph Hamm und Herbert Fritzewenger. Verfolgung der Damen über 10 Kilometer. Wir wünschen viel Spaß. Dann sind wir doch gemeinsam mal sehr gespannt. Bei milden Temperaturen, 4 Grad, ein wenig Nebel um die Hügelkette hier drumherum. Ob sich das heute bewahrheitet, die Ankündigung von Rico Groß. Richtig ist, die Stärke der deutschen Mannschaft liegt beim Schießen. Es ist ein schießlastiger Wettbewerb. Kurze Laufrunden, 2 Kilometer nur lang. 4-mal wird geschossen. Das kommt aber auch Daja Domracheva entgegen. Kann natürlich dann ihre läuferische Dominanz auf den kurzen Runden nicht ganz so ausspielen. Aber schießen kann sie natürlich auch ein wenig, wie wir wissen. Zweite im Gesamtweltcup hinter ihr geführt, hinter Gabriela Sukalova. Siegerin hier im Sprint, ihr zweiter Sieg in der Saison. Das haben bislang nur Daja Domracheva und Selina Gasparin aus der Schweiz geschafft, jeweils 2 Rennen zu gewinnen. Also, 4 deutsche Mädels sind mit dabei. Franziska Hildebrandt, die Beste aus dem Sprint auf der 4. Position. Laura Dahlmeier, Franziska Preuß und Andrea Henkel werden versuchen, die Abstände hier zu minimieren. Am besten so, dass eine von ihnen ganz oben steht. Besonderer Moment, besonderes Rennen für Andrea Henkel heute. Ihr letztes bei einem deutschen Weltcup. Sie alle wissen, dass sie nach dieser Saison die Karriere ja beenden wird.
Und jetzt geht das hier gleich los. Die 60 Besten also aus dem Einzelrennen stehen hier bereits in vier Startkorridoren. Gabriela Sukalova ist die Gejagte, die 24-Jährige aus Tschechien. 17 Sekunden dahinter dann Daria Domracheva, weitere 2 Sekunden Veronika Vítková, ebenfalls aus Tschechien, die 0 Fehler geschossen hat im Einzel, deshalb auf dem Podium gelandet ist. Und dann kommt schon sie, dann kommt Franziska Hildebrand, 26 Sekunden sind es. Das gesamte Feld wird binnen 2:30 starten. Es gab ja so eine kleine Diskussion, wenn das Einzel vorgeschaltet ist, ob die Abstände dann genauso fair sind, wie wenn es ein Sprint gewesen wäre. Ich glaube, das kann man sagen. Die ersten 50 auf alle Fälle, da ist ein Abstand wie bei einem ganz normalen Sprintrennen auch. Also für mich eine gelungene Probe. Es hat das zwar in der Vergangenheit schon mal gegeben, aber letztendlich war dieser Einzelwettkampf vorgeschaltet genauso attraktiv als Ausgangssituation wie ein Sprint. So, Laura Dahlmeier wird hier rausgetragen von 17.000 Zuschauern, die wir heute hier in Ruhpolding erleben. Lautstark wie an allen Tagen. Insgesamt während dieser Woche 66.000 Zuschauer und Fans aus vielen Nationen, viele Norweger da. Auch russische Fahnen, sehr zahlreich mittlerweile an den Weltcup-Strecken. Hier haben wir Cyril Eckhoff, junge, ganz starke Norwegerin in diesem Jahr. Mit der Startnummer 30 dann die Kanadierin Megan Heinicke. Ich habe es gesagt, es sind kurze Runden, 2 Kilometer lang nur, aber die hat es in sich. Ja, wir haben vor allen Dingen diesen Anstieg, den wir gerade bei Rico Groß gesehen haben. Da haben wir Sven Fischer gebeten, dass er uns den mal vorstellt. Dieser Anstieg hat einen Höhenunterschied von 18 Meter, ist 115 Meter lang, hat eine durchschnittliche Steigung von 16%. Und man sieht sehr schön an den immer geringer werdenden Abständen dieser Querlinien. Er wird auch steiler, also oben sind es ungefähr 19%. Und bis man oben ist, hat man ungefähr 6 Stockwerke eines Hauses überwunden. Also auf diesen 115 Metern, da müssen Sie 5-mal hoch und von der anderen Seite ganz genauso wieder zurück. Auch diesen Höhenunterschied überwinden, ein doch schwieriger Bereich dieser 2-Kilometer-Runde. So, jetzt sind es nur noch ein paar wenige, die dort stehen. 4, um genau zu sein. Die letzte, die sich qualifiziert hat, war die Französin Bollier. Und ganz bitter, dieser 59. Platz für Olga Zaitseva. Nach wie vor tun sie sich richtig schwer. Einmal auf dem Podest ist sie ja gewesen in Oberhof in der letzten Woche. Aber in Richtung Sotschi passt das Gesamtkonstrukt in der russischen Mannschaft noch nicht zusammen. Zumindest bei den Frauen, muss man sagen. Hier haben wir jetzt diesen Anstieg, den wir gerade vorstellen durften. Gabriela Sukalova jetzt auf dem Weg und man sieht es sehr schön. Also zunächst mal, es hat keine Strafzeiten gegeben. Alle Athletinnen sind korrekt gestartet. Es wurde die Strecke wiederum präpariert mit Salz. Sie ist dadurch natürlich hart, hat den Vorteil, dass es also nicht tief wird für die Sportlerinnen. Der Nachteil ist, die Ski sind schwierig zu präparieren, immer mit diesem ganzen Gesalze. Das Salz laugt die Beläge aus, man weiß nicht genau, wie wird das Wachs reagieren in Zusammenarbeit mit dem Belag. Durchaus ein Thema, das in diesen warmen Wochen jetzt durch alle Wettkämpfe, die wir begleitet haben, immer wieder vorkommt. Deshalb sind auch immer wieder unterschiedliche Leistungen binnen weniger Tage zu erklären. Kommt hinzu, dass es hier heute Nacht einen Sturm gab, ein wenig, es hat ordentlich geregnet, gestürmt. Dadurch ist die Strecke ein wenig auch verunreinigt worden. Ja, zwei hinter Sukolova, gut so, schön konzentriert arbeiten. Viel im Wald und dadurch fallen natürlich bei Sturm die Nadeln, die Tannennadeln, die Fichtennadeln von den Bäumen. Und man sieht es hier, da wird die Strecke etwas schmutzig. Die Ski nehmen wieder Schmutz auf, werden dadurch langsamer. Es ist nicht einfach, also für diejenigen, die diese Ski präparieren müssen, hier die richtigen Mischungen zu finden. Veronika Vítková mit viel Selbstvertrauen aus dem Sprint ist hier kurz vorbeigegangen an Daria Domracheva. Und vorneweg also 17 Sekunden war der Vorsprung beim Start für Gabriela Sukalova. Zwei Siege also von Beginn an seit Östersund im gelben Trikot. Einmal nur musste sie es abgeben für ein Rennen. Dann hat sie es wieder geholt. Im vergangenen Jahr hat sie sich auf ein komplett anderes Niveau katapultiert, auf ein anderes Level und läuft seither vorne mit.
Daria Domracheva, wieder vor Witkova, dahinter Franziska Hildebrandt. Ihr bestes Ergebnis überhaupt in der Karriere. Ihr hat sichtlich gut getan, dass sie im Prinzip oder dass ihr drohte, ganz rauszufallen. Jawohl, aus dem Kader, aus der Mannschaft. Klasse macht es. Mutig sein und Windfahne anschauen. Sie hat sich geschüttelt, hat analysiert für sich selbst und kommt hier wirklich viel, viel besser zurück in diese Weltcup-Saison. Sukalova jetzt schon am Schießstand, an der Einfahrt zumindest zum Schießstand. Enrico Groß hat es gerade gesagt, achte auf die Windfahne. Heute etwas mehr Bewegung an den Windfahnen zu erkennen, etwas mehr Luft im Schießstand. Und da musst du ganz wachsam sein, denn die geringsten Windfahnenbewegungen hier in Ruppolding können schon einiges signalisieren. Also immer gut schauen, wie hängen oder ja, wie hängen die Windfahnen. Kleinen Scheiben abgeräumt, 4,5 cm ja im Durchmesser, im liegenden Anschlag. Franziska Hildebrandt ist da, wird gut geschossen. Strafrunde jetzt für Daria Domracheva. Sicheres Schießen von Franziska Hildebrandt im Einzel vorgestern. Alle 10 Liegenschuss im Ziel. Da hatte sie nur einen Fehler beim letzten Anschlag im Stehenden und hatte dazu die 9. Laufzeit. Das ist richtig gut. Da hat sie sich richtig rangepirscht an die Weltspitze. Jetzt also an 3. Position. Abstand hat sich ein wenig vergrößert im Vergleich zum Start. 3 Sekunden. Und Franziska Preuß fehlerfrei geblieben. Dahlmeier 4 Treffer. Und der 5. Und Andrea Henkel muss in die Strafrunde mit einem Fehler. Also einmal 150 Meter extra. Bedeuten gut 20 Sekunden, die dazukommen. Marie-Laure Brunet haben wir hinten gesehen. Thora Berger hier mittendrin. Da haben wir sie. Mit der Startnummer 5. 5. im Weltcup. Und noch nicht so souverän wie im vergangenen Jahr. Franziska Preuß sehen wir hier. Sehr schnell hat sie geschossen. Sehr gut, sehr sicher. Fehlerfrei geblieben. Man sieht hier ja nur sehr schön den Schießrhythmus. Der war perfekt gewählt. Durchaus mit Risiko. Und Andrea Henkel als 21. zurück auf die Strecke. Ja, Franziska Preuß war ja selbst nicht ganz so zufrieden mit ihrem Schießen. Und hier Gabriela Sukalova. Perfekte Haltung im Liegendanschlag. Sportschützen legen viel direkter hinter dem Gewehr. Die Biathleten etwas seitlich versetzt, um etwas mehr atmen zu können und auch zu müssen. Ganz klar aufgrund der Belastung. Also sie bestimmt dieses Rennen hier von Beginn weg. 3. Laufzeit hatte sie im Sprint. Einen Fehler im ersten stehenden Anschlag. Ansonsten ist sie da prächtig durchgekommen. Laura Dahlmeier sehen wir hier rechts. Links die Polin Veronika Nowakowska-Simjak. Hört es sehr schön, wie es hier knirscht, wie es ja doch eisig ist. Das ist das Salz, das hier nochmal aufgebracht wurde, um beide Rennen heute natürlich gut über die Bühne zu bringen, die Herren ja später. Ja, und Sven Fischer, der hier heute früh rumgelaufen ist, hat gesagt, das wechselt immer so ein bisschen ab. Da ist mal Eis, da ist es mal tief. Ja. Musst du richtig aufpassen und aufmerksam sein. Ja. Veronika Witkova und dahinter Franziska Hildebrandt.
Rückstand von Franziska Hildebrand war 29 Sekunden nach dem Schießen. Witkowa verliert, ist auch nicht die beste Läuferin. Franzi ist sehr gut im Zentrum, fünfmal sauber Zentrum, schön nachhalten, gell? Ja, wichtig. Ja. Und schön Hildebrand, gleich schnell wie Sukalova. Also sie verliert nichts im Laufen, Franziska Hildebrand. So, und hinter Daya Domracheva, da haben wir Valentina Semerenko, die führt die Wertung in der Verfolgung an. Das ist ja das vierte Verfolgungsrennen in dieser Saison, 8 gibt es insgesamt. Und ziemlich genau auf den Tag, in 4 Wochen in Sochi ist es dann soweit. Da gibt es die olympische Verfolgung. Und da möchten sie natürlich mitmischen, die starken Schützinnen, auch Franziska Preuß. Wenn die Windfahne wieder so anzeigt, 2 bei rechts. Sehr gute Treffer leicht rechts. Und Laura, sehr gute Trefferlage, der dritte war Treffer rechts, das passt so. Andrea Henkel als 21. ist hier aus dem Skistand mit 1,29,4. Ja, hier sieht man mal sehr schön, wie tief es an der einen oder anderen Stelle auch ist. Ja, und 10 Sekunden verliert Andrea nach dem Schießen. Also Franziska Hildebrand, immer wieder überrascht sie in diesen Tagen durch gute Laufleistungen. Nichts verloren auf Sukalova, Henkel dagegen 10 Sekunden. Also eine sehr gute Laufleistung und Schießleistung von Franziska Hildebrand bis hierhin. Ja, tolle Kulisse, auch heute wieder. Guter Rahmen für diese vierte Verfolgung der Damen über 10 Kilometer. Gabriela Sukalova, zweites Liegeschießen. Bravo. So, den wollte sie unbedingt, ja. Den letzten Treffer. Macht sie ganz souverän, in aller Ruhe auch. Sucht den guten Rhythmus. Lässt sich nicht unter Druck setzen von den Verfolgerinnen hier. Muss sie auch nicht. Der Abstand ist groß genug zugunsten von Gabriela Sukalova. Geht ins Schwarze. Valentina Semerenko, 2 Strafrunden. Auch Daya Domracheva mit einer weiten Runde. Die weiteren Runde, die aber schon wieder aufgeschlossen hatte. Die starke Läuferin. Und Franziska Hildebrand hält sich da ganz vorne mit drin. Dritter Platz. Im Moment 28,2 Sekunden der Rückstand. Schauen wir auf die anderen. Franziska Preuß. Jawohl, fehlerfrei. Fehlerfrei. Hier haben wir Tora Berger. Und hier haben wir Franziska Preuß, die das ja liebt, dieses Schießen Frau gegen Frau. Wenn alle zusammen reinkommen. Fünfte, ganz stark. Momentan Hildebrand auf 3, Preuß auf 5. Und sehr schön kann man immer sehen, wie Franziska Preuß durch ihr schnelles Schießen Zeit gut macht. Hat hier wirklich sehr viel Zeit gut gemacht. 10 Sekunden mindestens auf ihre Konkurrentin Andrea Henkel fehlerfrei. Jetzt auch alles. Anastasia Kuzmina mit 3 Fehlern auffällig. Wie gesagt, auch Domracheva jetzt eine gute Minute zurück. 1:03. Starke Russin mit Irina Starich. Auch alles getroffen. Mit der 17 läuft hier Andrea Henkel durch die Zeitnahme. Franziska Preuß, da kannst du sehen, wie schnell sie geschossen hat. Ciao. Hervorragend. Ja, sehr gute Einlage von ihr. 5 sehr schnell abgefeuerte Schüsse. Und das ist der Rücken von Franziska Hildebrand. Ja.
auf sie sehr sicher. Und sie verliert keine Sekunde, im Gegenteil. Eine Sekunde insgesamt hat sie schon gut gemacht auf Sukalova. Also sie bringt die gleiche Leistung wie die Führende, ist ganz vorn dabei mit ihrer individuellen Leistung heute. Hervorragend. Das ist der Blick nach dem zweiten Schießen aufs Tableau. Viele, die alles getroffen haben. Vorne Sukalova vor Witkova und Franziska Hildebrand. Auf 5 Franziska Preuß. Auf 9 Laura Dahlmeier. Also 3 deutsche Damen unter den besten 10. Andrea Henkel als 19. mit 1,35,9 Rückstand. Und auch das rote Trikot, getragen von Valentina Semerenko, ist da ein Stück weit zurückgefallen. So, und Franziska Hildebrand hat Rang und Position 2 übernommen, hat Witkova überholt. Zeugt von viel Selbstvertrauen. Momentan auch im Gesamtweltcup ja die beste Deutsche auf Position 13. Dieser vierte Rang hat sie um 2 Plätze noch weiter nach vorne gebracht, von 15 auf 13. War ihre dritte Top-10-Platzierung und ich habe es gesagt, die beste überhaupt. Dieser vierte Rang. Der nächste Schritt, der würde jetzt aufs Podium führen. Jawohl, das wär's doch mal. Sie immer schön reinspringen, ganz wichtig. Mach's gut so. Im Laufen bist voll dabei, das passt. Gut so, sehr schön. Voll dabei ist gut gesagt. Sie hat Zeit gut gemacht gegen Sukalova nach dem Schießen. 3 Sekunden. Hervorragende Laufleistung von Hildebrand. Ja, Franziska Preuß, das haben wir gesehen in den ersten Runden, kann läuferisch nicht ganz mithalten, aber solange sie so schnell schießt, ist das alles in Ordnung. Da wird sie jetzt zwar überholt, aber wir werden auch nicht müde, nicht zu viel zu verlangen von diesen jungen Athletinnen. Das ist gut so. Dora Berger hier mit der 5 läuft an ihr vorbei. Sind alle in der Lernphase, auch Franziska Preuß, ihre erste Saison im Weltcup-Team und das so beständig, alle Rennen bestritten. Ja, klasse so. Komm auf, geht's auf. Super. Gehen wir fest davon aus, dass sie in der kommenden Woche in Antols eines sicher auslassen wird. Das macht's gut so. Ganz konzentriert arbeiten. Ja, und die zwei wichtigen Schießen, die kommen erst. Ja. Jetzt wird's das Liegenschießen bei diesen Verhältnissen aus dieser Anfahrt an diesen relativ leichten Schießstand ist ja seine. Aber Stehenschießen mit zunehmender Ermüdung ist es dann schwierig hier zu treffen. Und der Druck wird natürlich immer größer, ganz klar. Man merkt ja selbst, wo man liegt und will dieses Ergebnis mindestens bringen. Franziska Hildebrand. Jawohl, auf geht's. Vor Veronika Witkova. Dahinter Julia Cima aus der Ukraine. Und dann kommt die Weltmeisterin des Vorjahres, Dora Berger. Die Olympiasiegerin in Vancouver hieß Magdalena Neuner. Ja, und Dora Berger einfach vielleicht auch mental in dieser Saison nicht so frisch nach der strapaziösen, der siegreichen, der so großartigen im vergangenen Jahr, als sie den Gesamtweltcup gewann mit 11 Siegen. Da gab es viele Termine über den Sommer, da fand sie nicht so richtig zur Ruhe. Und vielleicht hängt ihr das Ganze, das sagt man ja häufiger mal, nach solch großen Jahren noch ein wenig nach. Sukalova, erste Stehenschießen auf die 50 Meter entfernt stehenden Scheiben. 11,5 Zentimeter sind es. Der Durchmesser dieser schwarzen Punkte in echt. Also die bringt bislang überhaupt nichts aus der Ruhe. Das gelbe Trikot längst keine Last mehr für die Tschechin. Auch nicht vorne wegzulaufen. Das macht sie richtig gut. Mittlerweile ganz souveräne Athletin. Richtig gut. So, Franziska Hildebrand. So, Strafrunde vermeidet. Ja! Die Schüsse 11 bis 15 ins Schwarze. Die direkten Begleiterinnen von eben müssen abbiegen in die Strafrunde. Franziska Hildebrand auf der zweiten Position. Super Rennen bislang. Dora Berger jetzt in ihrem Paradeanschlag. Franziska getroffen. Franzi, jawohl. Auch hier 5 Treffer. Damit bleibt sie weiter im Spiel da vorne. Momentan wird gut geschossen. Kaiser Mäkereinen auch mit 5 Treffern. Auch Kirill Eckhoff
So, also Hildebrand hinter Sukolova, dann Berger, dann Preuß auf der Position 4, vor Witkova, dann Chima. Alles innerhalb einer Minute. Auch Laura Dahlmeier zieht nach. Andrea Henkel, drücken wir jetzt mal besonders die Daumen, dass sie hier ein gutes Ergebnis bekommt. Ja, sehr gut. Fantastisch. Dass sie sich noch mal richtig feiern lassen kann von den deutschen Fans bei ihrem ersten letzten Auftritt. Bei einem deutschen Weltcup, Laura Dahlmeier auf der 13. Position. Und da kommt Andrea Henkel. Und da haben wir noch mal Gabriela Sukalova. Die hier sehr ruhig schießt. Etwas Glück gehabt. Glück, ja, aber das ist das Glück des Tüchtigen. Ganz klar, das braucht man auch, um ein Rennen zu gewinnen. Und macht sie sehr gut. Hat nicht immer den schulbuchmäßigen Anschlag, aber sie trifft ganz sicher. Was mich freut, ist, Franziska Hildebrand holt Zeit auf, wenn es auch nur wenige Sekunden sind. Aber Franziska Hildebrand natürlich, die holt Zeit gegen die Führende auf. Und das ist schon beeindruckend. Also eine tolle Leistung. Ich kann es nicht genug. Auch eben in dieser Konstanz, ja, über die Saison hinweg. Da war nirgendwo ein schwaches Rennen. Und hier schauen wir mal auf Tora Berger. Ja, die gewohnt schnell schießt und jetzt auch mal wieder ihren Rhythmus gefunden hat. Da, beim vierten setzt sie etwas ab. Aber dann der fünfte gleich drauf. Hervorragend. Ja, Massenstart in Oberhof hat sie ja gewinnen können. Das also das Bild. Da waren es nur noch zwei unter den Top Ten. Franziska Hildebrand auf der zweiten Position. Franziska Preuß auf 4. Und weiter vorne, da kommt sie, Gabriela Sukalo. Laura Dahlmeier tut sich etwas schwer im Laufen heute. Sie trifft zwar alle Scheiben, aber kann das Tempo nicht ganz halten. Bin gleich 1:22.4. Der Rückstand ist gar nicht so schlecht, aber es kommen von hinten immer mehr Athletinnen. So, jetzt schauen wir hier, der Rückstand war 25:4 von Franziska Hildebrand. Ja, und da hat Franziska Preuß, jawohl, super, eine ordentliche Lokomotive. Klasse, so, mit ganz Tora gut. Berger. Im Laufen bist du schneller wie Sukolova. Passt so, auf geht's. Ja, und Berger kommt jetzt erstmal nicht weg von Franziska Preuß. Die sind 5 Sekunden eigentlich hintereinander weggelaufen vom Skistand. Ja, also Berger vor Preuß. Ja, super. Sehr gut. Der, ja, Übergang, ja, sehr ist super gearbeitet. Komm, auf geht's. Auf. Sich schön mitziehen lassen. Da haben wir Kaisa Mäkäräinen, die Finnin, die alle Rennen laufen will, bis Sochi nichts auslassen will. Auf dem 5. Rang. Also auch in Antols dabei sein wird. Hier Daja Domracheva, die Verfolgung in Oberhof gewonnen hatte. Eine von 3 Siegerinnen in diesem Jahr. Solemdahl, Valentina Semerenko und Daja Domracheva haben die bisherigen Verfolgungsrennen gewonnen. Ja, und Domracheva 3 Fehler bisher. Das kannst du eben gewohnt nicht, ja, aufholen auf diesen kurzen Runden. Jetzt sehen wir Laura Dahlmeier, ja, geht, hier. Laura. Hopp, hopp. Schön reinspringen, ja, es ganz ist nicht locker viel, bleiben. Aber es sind immer so Platzierungen, die sie verliert. Ja. Und hier in der Studie Gabriela Sukalova, wie wir es dieser Tage schon gesehen haben. Immer ganz konzentriert, fokussiert. Muss man eben auch bei diesen Bedingungen hier. Die sind jeden Tag ein bisschen anders. Geht weit raus hier in dieser Kurve. Ja, hat hier, ist angerutscht im ersten Teil der Kurve und hat das Tempo so weit runter gebremst, dass sie dann auch umtreten kann. Also die ganz sichere Variante hat sie hier gewählt. Alles ganz sicher bislang im Rennen von Gabriela Sukalova von Beginn an. Gutes Tempo gewählt, sehr sicher geschossen damit. Und jetzt hat sie es in der Hand, ob es ein Start-Ziel-Sieg wird. Läuft natürlich nicht das höchste Tempo. Sie hat ja Zeit. Sie kann sich ihr Rennen so einteilen, dass sie sich jetzt sicher fühlt am Skistand. Da hinten sehen wir Franziska Hildebrand, die Zeit gut gemacht hat. Noch nicht so viel, dass sie Sukalova unter Druck setzen kann. Aber das wäre ja auch ein wenig viel verlangt.
So, Franziska Hildebrand läuft jetzt neben Sukalova auf die Matte. Da haben sie die Scheiben von Franziska Hildebrand. Da geht es jetzt ums Podest, um den ersten Podestplatz in dieser Saison. Ja, irgendwas stimmt hier mit dieser Einblendung für Sukalova nicht. Jetzt ist sie schon, ist sie weg. Also, alles getroffen, Gabriela Sukalova, das stimmt. Das wird der Startzielsieg für die Frau aus Tschechien. Jetzt Franziska Hildebrand mit zwei Fehlern. Drei sogar. Oh. Das ist bitter. Damit ist das Podium weg. Tora Berger trifft, übernimmt die zweite Position. Franziska Preuß ist die Hoffnung. Ja, so, einige aber auch in die Runde. Auch Kaiser Mäckereinen. Sukalova also gewinnt diese Verfolgung vor Tora Berger. Wer schnappt sich den dritten Podestplatz? Veronika Vitkova. Daja Domracheva, ungewohnt. Wieder zwei Fehler. Und das ist richtig bitter. So ein gutes Rennen gemacht. Bin ich gespannt, wie sie sich dann, vielleicht hat sie sich nicht richtig eingeteilt. Keine Ahnung, was da war beim letzten Schießen. Aber die drei Fehler, die haben sie dann leider vom Podium geworfen. Für mich ganz einwandfrei zu erklären. Sie war noch nie in dieser Situation. Ja. Sie konnte aufs Podest, sie konnte den zweiten Platz erringen. Da fängt sie an zu denken und zu hoffen. Und dann geht es eben total daneben, denn sie kann es ja besser. Wir haben es gesehen dreimal vorher. Wenn es denn dann so ist, muss sie es unter der Rubrik Erfahrung mitnehmen. Und beim nächsten Mal klappt es dann sicher schon besser in dieser Situation. Andrea Henkel. Jawohl, positiver, guter Abschluss für sie. Letztes Schießen, während Franziska Hildebrand jetzt endlich raus darf aus dieser Strafrunde. Und wir schauen mal Franziska Preuß. Das sind 6 Sekunden auf Rang 3 auf Veronika Vitkova. Da muss sie jetzt alles geben. Ja. Franziska Preuß, Vitkova kann sie einholen vielleicht, aber hinten kommt Kaiser Mäckereinen. Die kann wiederum Franziska Preuß einholen. Und hier sehen wir jetzt noch mal das Schießen von Franziska Hildebrand. Da sind ihr ein wenig die Nerven durchgegangen. Da hat sie zum Nachdenken angefangen. Beide Fehler links, drei Fehler links, schade. Ja, aber sie wird die Chance wiederbekommen, da bin ich überzeugt. Ja, und ein souveräner Auftritt, kann man überhaupt gar nicht anders sagen, von Gabriela Sukalova. Von Anfang an ist hier losgegangen mit 17 Sekunden Vorsprung vor Daja Domracheva. Franziska Preuß überholt Cima. Genau, Julia Cima aus der Ukraine. Also Rang 4 im Augenblick hat sie sich verbessert. Und da haben wir gesehen, Vitkova ist nicht weit vorne. Das könnte noch gehen. Ja, nach dem Schießen waren es 6 Sekunden. Und hier haben wir Tora Berger. Ein weiterer Podestplatz für sie. Und für Gabriela Sukalova in der Summe der 7. Weltcupsieg. Zum zweiten Mal gewinnt sie die Verfolgung. Auch Sprint hat sie schon zweimal gewonnen. Einen Massenstart, also in allen Disziplinen stark. Und die Frau der letzten Runde, Tora Berger. Es ist noch genug Zeit bis Sochi. Bin davon überzeugt, dass sie da wieder bei besten Kräften ist und mitreden wird, wenn es darum geht, die Medaillen zu verteilen. So. Jetzt schauen wir, Franziska Preuß auf ist Rang vorbei 3, ja. An Vitkova. Aber sie ist auf 3, das wird jetzt hier auch registriert im Stadion. Aber hinten kommt Kaiser Mäckereinen, das ist jetzt ganz, ganz ein harter Kampf. Das ist nur sie, die Finnin, mit der 10. Ja, das wird schwierig, das wird sie wahrscheinlich, nein, das wird sie nicht halten können. Kaiser Mäckereinen springt heran, weiß natürlich hier um ihre Chance. Das ist eine Stelle, wo sie angreifen kann und attackiert und zieht hier in einem Zug vorbei und schubst Franziska Preuß wieder vom Podest. Franzi, genau, jetzt musst du dranbleiben. Bleib dran hier, nicht locker lassen. Nicht locker lassen, komm, auf geht's. Schieb rein. Eine reine Willenssache hier, ja, für Franziska Preuß. Es ist etwas viel verlangt, hier gegenhalten zu können, gegen Kaiser Mäckereinen. Dazu ist Franziska Preuß noch zu jung, noch läuferisch noch nicht ganz so weit. Das kommt erst in ein, zwei Jahren. Aber trotzdem eine hervorragende Leistung. Absolut. Von Franziska. Kann man nicht hoch genug bewerten. Das ist das beste Weltcup-Ergebnis, wenn sie sich auf der Position hält, für Franziska Preuß. Und hier haben sie den Abstand gesehen von Gabriela Sukalova auf Tora Berger.
Die ist 20 Sekunden hinter Sukalova gewesen. Nach dem vierten Schießen waren 27, also holt ein wenig auf. Ja, aber Sukalova ist ja schon wieder hier. Sagt sich, mir ist egal, mit wie viel Vorsprung, dass ich gewinne, gell? Auf dieser kurzen Runde. Also, sie hat es ja richtig gut gemacht. Kompliment, tolles Rennen von Gabriela Sukalova, ohne Wackler. Alles getroffen, 20 Mal, sichere Schützin, gute Laufform. Da passt vieles zusammen für den Moment bei Gabriela Sukalova. Jawohl, und das genießt sie natürlich, jetzt einmal die Fahne ihres Landes auch ins Ziel zu tragen. Ein paar Fans haben wir gesehen aus Tschechien. Das zieht natürlich dann auch die Fans an die Weltcup-Strecken, wenn sie eine solche Athletin haben, die jetzt vorne mitläuft. Siebter Weltcup-Sieg also für Gabriela Sukalova. Und Thora Berger mit ihrem dritten Podestplatz in dieser Saison. Nach Sieg beim Massenstart im Oberhof, im dritten Rang im Sprint von Östersund. Jetzt also zweite in der Verfolgung hier in Ruhpolding. Und da kommt Kaiser Mäkerainen. Es sind wieder drei Spitzenathletinnen, die da ganz vorne sind. Und Franziska Preuß, die wehrt sich dahin. Die muss sich wehren, um diesen vierten Platz halten zu können. Ihr bestes Weltcup-Ergebnis sieht super aus. Ja, ja, da ist sie vorne vor Bitkova. Also Mäkerainen nimmt den dritten Podestplatz ein. Und Franziska Preuß, die wird hier gefeiert, zu Recht. Vierter Platz für die 19-Jährige. Hat gut gekämpft, Kaiser Mäkerainen für sie nicht zu halten. Gutes Rennen, bestes Weltcup-Ergebnis ever vor Witkova und Chima. Dann Tiril Eckhoff, zweite Norwegerin auf dem siebten Rang. Valentina Semerenko, die Frau im roten Trikot, heute achte. Also gleiches Ergebnis wie auch im Sprint. Und Kaiser Mäkerainen bedankt sich bei den Technikern. Offensichtlich sehr gute Ski gehabt, die gut gelaufen sind. Das hilft natürlich. Und Franziska Preuß, die hat sich erholt. Der Dank ans Publikum. Und da kommt sie an, geschlagen am Ende. Franziska Hildebrand bis zum vierten Schießen. Eine tolle Ausgangssituation gehabt, ein prima Rennen geliefert. Am Ende ist es dann der unbefriedigende 13. Platz. Das wird sie sicher ärgern. Da war das erste Podest der Karriere drin. Andrea Henkel verabschiedet sich von den deutschen Fans mit einem 14. Platz. In der kommenden Woche in Antholz noch einmal ein Sprint, eine Verfolgung und eine Staffel. Laura Dahlmeier auf Position 19. Da werden die Trainer jetzt analysieren und schauen, wen sie wo einsetzen, wer mal eine Pause braucht vielleicht auch. In Richtung Sochi und danach dann den Aufbau beginnen auf die Olympischen Spiele. Und wenn man mal die isolierte Zeit von heute nimmt, also vom Start bis ins Ziel, ist die schnellste Tiril Eckhoff gewesen. 1,6 Sekunden vor Thora Berger und nur 5,6 Sekunden vor Franziska Preuß. Franziska Preuß heute die drittbeste Leistung des Tages überhaupt und nur ganz knapp hinter der Spitze. Also für mich gehörten eigentlich diese isolierten Zeiten auch immer irgendwie honoriert, sei es jetzt mit Punkten oder mit Geld, also weil diese Leistungen des Tages sind ja hervorragend und die gehen immer so ein wenig unter. Und das ist heute eigentlich eine Podestplatzierung für Franziska Preuß, wenn man die Leistungen des Tages heute betrachtet. Wenn man ihr isoliertes Rennen betrachtet, hatte ja schon im Einzel die 8-beste Laufzeit. Also die kommt auch immer besser in Laufform. Hier die Gratulation von Klaus Siebert rechts, dem Trainer der Weißrussen. Und Daja Domracheva an Tschechien, an diese souveräne, überragende Leistung von Gabriela Sukalova, die dieses Rennen geprägt hat, vom Start weg. Schon im Einzel mit der dritten Laufzeit, auch da mit einem Fehler nur, heute fehlerfrei. Das ist sicher die Basis für ein solch gutes Rennen. Das nochmal der Zieleinlauf von Franziska Preuß. Da kann sie es gar ausrudeln lassen auf den letzten 1-2 Metern gegen Veronika Witkova. Also angekommen, mittendrin in der Weltspitze. Die Nachwuchsathletin vom Skiclub Haag. Und das ist das Ergebnis offiziell. Fürs Podest hat es dann doch am Ende leider nicht ganz gereicht. Sukalova gewinnt vor Thora Berger und Kaiser Mäkerainen. Franziska Preuß auf dem vierten Rang, einzige Deutsche unter den Top 10. Valentina Semerenko, die Frau in Rot, auf Position 8.
Ja, wir gratulieren ganz herzlich. Vierter Platz, bestes Ergebnis für Sie im Weltcup. Kann es sein, dass sich noch nie jemand so sehr über den vierten Platz gefreut hat wie Sie jetzt gerade? Das weiß ich nicht, aber ich freue mich jetzt echt total über den vierten Platz und auch, dass es halt im Schießen wieder hingehauen hat. Und ja, Strecke war nach meinem Gefühl jetzt auch gut. Und ja, ich bin schon happy jetzt. Das Schießen war nicht nur sehr sicher, außer einem kleinen Schönheitsfehler, sondern auch wahnsinnig schnell, ist mir aufgefallen. Ne? Ja, ich habe mir halt vorgenommen, einfach so zum Schießen, wie ich es im Training einmal mache. Das war mein Ziel halt und hat gut hingehauen. Und ja, einer kann immer passieren. Und beim letzten Schießen waren zwar schon einige knapp, aber ich bin froh, dass sie noch umgefallen sind. Und Sie haben sich ja dann auch zwischendurch auch noch mal vorgekämpft auf den dritten Platz. Dann mussten Sie natürlich den Angriff von Kaiser Meckerein über sich ergehen lassen. Aber ist das trotzdem ein Rennen, auch wenn die dann wegläuft, was auch richtig, richtig Spaß macht und richtig auch lange in Erinnerung bleibt? Ja, nachher hat es echt total Spaß gemacht. Und ja, auf der letzten Runde ist an mir vorbei, wie so ein Schnellzug. Ich habe nur irgendwie versucht, dran zu bleiben, aber ja, es ist mir echt schwer gefallen. Und ich bin auch jetzt super happy über meinen vierten Platz. Und wir freuen uns auch mit Ihnen. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. Danke. Sven, hast du ein lachendes Auge angesichts der guten Leistung von Franziska Preuß oder auch ein weinendes, weil weniger als 6 Sekunden zum Podest gefehlt haben? Beides, natürlich beides. Also man hat heute wieder gesehen, es ist alles sehr eng und die Damen sind Weltspitze. Es fehlt nur noch ein bisschen. Natürlich haben wir in den verschiedenen Jahren ganz andere Damenmannschaft gehabt, die natürlich immer aufs Podium gelaufen ist, mehr oder weniger. Deshalb drückt der Eindruck jetzt, dass die Damen so schlecht sind. Aber natürlich, wir hatten schon mal bessere Zeiten, aber wir waren heute ganz knapp dran. Ich fand das ganz interessant, was Herbert Fritzenwinger gerade gesagt hat in Bezug auf die Laufform oder Lauffähigkeit von Franziska Preuß, die als 19-Jährige noch so 1 bis 2 Jahre braucht. Wie muss man das verstehen? Ja, die Damen sind ja noch in der Entwicklung. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, in den jungen Jahren ist alles schon abgeschlossen. Es braucht noch ein bisschen die ganze Muskulatur, die Ausdauer, alles will noch weiter gefestigt werden. Und man kann noch nicht erwarten, dass die so fit sind und fertig sind wie schon gestandene Damen. Auch die erfolgreichen Athletinnen haben das ja gezeigt. Und deshalb ist es so, dass man dem auch eine Pause gönnen muss. Das vierte Schießen von Franziska Hildebrand, bis dahin ohne Fehl und Tadel. Versucht doch mal den Zuschauern zu erklären, was das für eine Drucksituation ist, vor allen Dingen, wenn man sowas noch nicht erlebt hat in seiner Karriere. Das ist schon was Besonderes. Und 9 Athletinnen haben bis zum dritten Schießen fehlerfrei geschossen und dann haben es eben nur 3 geschafft, das vierte Schießen zu absolvieren, eben fehlerfrei. Und hier sehen wir, du hast diese Führungsposition, du weißt, du bist vorne dabei und dann baut sich dieser Druck auf. Aber es ist gut, dass man sowas erlebt. Es ist wichtig, dass man sowas erlebt. Und je mehr wir das dann auch dann sehen dürfen, umso mehr sind sie dann auch befestigt. Eine Gabriela Sukolova hat das in einer Form hingelegt und sie hat auch über Jahre kämpfen müssen, wie eben auch eine Tora Berge, die letztes Jahr alles abgeräumt hat. Lass uns noch mal bei Franziska Hildebrand bleiben. Die hat im Frühjahr die gelbe Karte, wenn nicht die gelb-rote Karte gezeigt bekommen, war mehr oder weniger raus aus dem Weltcup-Team, weil die Trainer auch mit ihren läuferischen Leistungen nicht zufrieden waren. Das scheint ein richtiger Hallo-Wach-Effekt für sie gewesen zu sein. Für sie auf alle Fälle. Und es ist auch wichtig, dass man als Trainer die einzelnen Athleten genau beobachtet und sagt, okay, welche Athletin braucht genau was, um eben nach vorne zu kommen. Und wenn wir hier die Studie sehen in der Slow-Mo, dann sehen wir das halt. Jawohl, dann sehen wir halt auch die Technik und die Kraft, das muss alles entwickelt werden. Und die Sensibilität der Athletin, dass man sagt, okay, das Training ist wichtig, das ist eine Quälerei. Wir sehen zwar viel das Schießen, aber die Quälerei im Langlaufen ist eben auch wichtig im Laufen. Und das muss der Athlet verstehen und da muss er auch schwere Trainingseinheiten durch. Und wenn das so ein Wachrüttler erfordert, dann ist das gut. Mhm. Vielleicht noch ein Abschiedswort, zumindest was die deutschen Weltcups angeht, zu Andrea Henkel, die heute, ich gucke gerade mal, Rang 14 am Ende belegt hat. Sven, hat sich vielleicht noch ein bisschen mehr erhofft, ne? Ja, auch sie mit einem Fehler. Also es ist so, dass sie gerade beim ersten Schießen mit einem Fehler startet und das ist halt nicht so schön, weil dann ist der Zug so ein bisschen weg und dann muss ich eben aufholen. Aber sie hat es geschafft, 3-mal fehlerfrei zu schießen. Und das ist eben auch wichtig, dass sie dann ruhig bleibt. Mhm. Manchmal gibt es so Rennen, dann laufen die halt nicht. Dann muss man sich andere Sachen suchen und das hat sie geschafft mit 3-mal fehlerfrei. Aber dennoch nagt es auch an ihr. Sie will auch auf das Podest. Okay, wollen wir hören, was sie selber zu sagen hat. Sie steht bei Nils Kahn. Ja, das können wir Sie ja direkt fragen. Sven Fischer mutmaßt gerade, es könnte etwas an ihr nagen, dass das Rennen nicht ganz so gut gelaufen ist, wie man sich das vorstellen kann. Aber immerhin 3-mal fehlerfrei geschießen. Wie sieht es denn aus? Ja, also ich habe mich beim Skitest schon nicht so gut gefühlt. Und von dem her bin ich echt mal damit zumindest zufrieden, wie es im Endeffekt gelaufen ist. Ein letzter Schuss daneben ist natürlich nicht notwendig. Was heißt beim Skitest nicht richtig gut gefühlt? Sind die Dinger nicht schnell genug gewesen heute? Nee, mein Körper. Also die Ski, die waren heute in Ordnung, aber ich habe mich schon, also wie gesagt, ich bin erst mal auf Ski gestanden und habe gedacht, gut, das wird halt aber ganz schön schwer.
Haben Sie auch einen Gedanken daran verwendet, dass das heute Ihr letztes Rennen in Deutschland gewesen ist? Ich habe heute viele Gedanken daran verwendet, dass ich jetzt die letzten Male diese Kurve hinrum muss. Und ich bin jetzt ganz froh, heile hier zu sein. Das kann ich mir vorstellen. Also das ist natürlich dann auch immer noch eine Konzentrations- und eine Kraftsache am Ende? Ja, es ist natürlich keine entspannte Abfahrt, in der man sich erholen kann. Und ich gehe da schon ein bisschen verspannt rein. Aber es ging ja gut und ich denke mal, heute war es auch nicht so kritisch, weil es ging so gut zu fahren. Und ja, wie gesagt, hier passieren viele Stürze und ich bin froh, verstummt geblieben zu sein. Das freut uns auch. Vielen Dank und alles Gute für Antholz nächste Wochenende. Dankeschön. Genau, hier sehen wir nochmal Andrea Henkel und hier sehen wir wieder Alex Ruder und Sven Fischer. Und wir reden über Gabriela Sukalova, die Tschechin, die hier einen Start-Ziel-Sieg gelandet hat. Der zweite hier in Ruhpolding. Was lässt das für Rückschlüsse zu, wenn man diese souveräne Leistung von ihr heute sieht, ohne Fehl und Tadel, eine souveräne Leistung abzuliefern? Ja, es zeigt auch, dass es ein langer Weg ist, um nach oben zu kommen, um dann auch gestärkt oder beziehungsweise auch diese Festigkeit zu haben. Und sie hat halt mit einer super Laufzeit und dann eben auch mit diesen vier fehlerfreien Schießen eben gezeigt, dass sie die Nervenstärke hat. Und das muss man sich erarbeiten. Wir können noch mal einen Blick auf den Weltcup-Gesamtstand werfen, den Gabriela Sukalova auch anführt, wenn wir hier noch mal eine Rückansicht von ihr haben beim Schießen. Da ist nicht viel dran auszusetzen. Ja, und sie hat jetzt bei dem letzten Schuss noch ein bisschen gezögert. Sie wollte wirklich die Null sichern und hat alles dafür getan. Und deshalb steht sie hier beim Gesamtstand auch ganz oben. Genau, gefolgt von Kaiser Meckereinen und Tora Berger. Noch vermissen wir eine deutsche Dame auf der ersten Seite. Aber das wird sich dann hoffentlich im Laufe der Saison noch ändern. Vielleicht können wir noch mal umblättern. Franziska Hildebrand hat sich verbessert von 13 auf 12. Bleibt damit auch beste Deutsche. Und dann Andrea Henkel und Franziska Preuß auf 17, 18. Wolltest du noch was sagen, Sven? Nein, ich wollte nur eben aufmerksam machen, 17, 18. Ah ja, das habe ich auch gesehen. Ja, dann soll es das eigentlich bis hierhin gewesen sein, zumindest was die Damen angeht. Wir melden uns nachher wieder mit den Männern um 20 nach 1 ungefähr. Verfolgung über 12 Kilometer. Auch da hoffen wir natürlich nur das Beste.